Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir schlafen gerade uns in den Mai hinein. Und da haben wir Mai. Und ja, doch, da ist wieder einiges runtergegangen vom Konto. Aber ist okay. Das darf es ja auch. Kredite werden abbezahlt, Mietfahrzeuge werden bezahlt. Der LKW stand über Nacht offen hier rum, aber es war ja kein Unwetter. So. Dann können wir es jetzt erstmal kontrollieren, wie sieht es bei der Tiernahrung aus. Das ist wichtig. Na, wir wollen ja keine Tiere hungern lassen. Da haben wir noch genügend Essen. Hier ist auch noch genügend Futter. Die sind ja noch nicht 1300, also sind wir noch nicht abgegeben. Hier bei den Schafen. Ja, okay. Wenn die sich reproduzieren, dann werde ich die vielleicht... Warte, ich gar nicht wieder... Oh, 41 Monate schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch abgeben kann. Da müssen wir gucken. So, bei den Hühnern ist auch noch gut mit Futter. Hier ist Mischration. Sind wir unter auf 4000 runter. Das ist wirklich extrem wenig. Da müssen wir was dran machen. Und hier müssen wir auch mal gucken, wie das mit der Reproduktion ist. Sind 22 Monate alt. Oh. Die sind in 2 Monate, könnte ich 8 neue... Und wir wollen aber auf diese 15er... gehen. Wie viel sind jetzt drin insgesamt im Kuhstall? Voll ist er noch nicht, ne? Das ist einfach nicht eine Anzeige, wo alle Kühe einfach oben hier, wo hier oben einfach steht, Kuhstall, von. Das wäre zu einfach gewesen. Naja, gut, egal, macht ja nichts. Also 45 Kühe passen, glaube ich, in den Stall und wir haben hier 15, naja, 8, 16, 24, 29, also eine zu wenig. Also eine weniger. Das heißt, es würde eine einzelne Kuh entstehen. Wenn die sich da hier jetzt reproduzieren, würde man ein einzelnes Kalb haben. Naja gut, macht nicht. Wir warten ja darauf, dass die sich reproduzieren können und dann werden wir die ältesten Kühe einfach nehmen und raustransportieren und alles, was wir dann verschlachten können, das wird dann halt dahin gebracht. Und wenn da eine einzelne Kuh dabei ist, die wird ja dann bei der nächsten Runde dann mit verschwinden, wenn die nächsten 15 sich reproduzieren. So, gut. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Tiernahrung erstellen. Das, und zwar 3 Anhänger. Okay. Habe ich noch genügend davon? Na gut, da kann ich ja. Da habe ich 2 Paletten von noch. Da werde ich noch eine herholen. Ne? Da steht auch noch eine Runde. Gut, das müssen wir dann noch machen. Okay, gut. Dann. Das haben wir. Guckt, Produktion wird laufen. Achso, wir können jetzt... Eigentlich würde ich erstmal Spritzen fahren wollen. Erstmal würde ich Spritzen fahren wollen. So. Da muss ich auch mein Fahrzeug dort wegbewegen, damit ich dann mit der Spritze dahin kann. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die verschiedenen Herbizide jetzt mischen kann, aber ich denke mal schon, dass das gehen sollte. So. Wir müssen jetzt mal gucken nach der Karte, wo ist denn überhaupt Unkraut? Feldrüchte, Wachstum. Bumm, schon Unkraut. Auf 30 ist Unkraut und auf 51 ist Unkraut. Da müssen wir auf jeden Fall hin. So, gucken mal, gibt es irgendeinen Contract? Unkraut bekämpfen. Okay. Welt 56. Meinhalb Hektar für 1000 Euro. Das ist mir zu wenig Geld dafür. So. Also, weil die Hacke, das dauert ja doch, die fährt ja doch ziemlich lange dran. So, dann muss ich mal kurz hinter anstellen. Muss ich mal das Kraftfahrzeug hier wegfahren. Und dann machen wir noch eine große Tour mit dem Truck nachher. Und da werden wir dann mal einmal die ganzen Paletten auf der ganzen Insel wieder, nämlich auf der ganzen Insel sei ich schon, auf der ganzen Karte einsammeln. Also bei der Bäckerei und wo nicht überall, da wird immer schön. Das Ding vollladen wieder mit verschiedensten Produkten. So, dann rollen wir näher ran hier. Und ja, geht einfach mit rein. Und ich denke, es wird ja sowieso alles reingehen, ne? 2000 Liter sind das, glaube ich, gewesen, ne? Die sollten hier reinpassen. Sehr schön, so. Damit ist die Spritze schon mal vorbereitet und auf kann's gehen. Schön, das ist doch schon mal gut.
Ja, über die Formel 1 hat man Quatsch in dieser Folge, ne? Das hatte ich in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt. Und zwar, ja, eigentlich im Groben und Ganzen darüber, was da passiert ist. Also erstmal Rennen von Silverstone. Ja, ich sag mal so, war ganz interessant. Was sehr interessant war, war wirklich, dass die Mercedes nicht an den McLaren vorbeigekommen sind. Also sowohl Russell hat Piastri nicht gekriegt, als auch Hamilton ist nicht an Lando Norris vorbeigekommen. Obwohl es von den Reifen her, also ist immer so eine Frage, ne? Also der eine, der hatte den härtesten Reifen, kurzer Exkurs, Reifen. Umso weicher ein Reifen, desto mehr Grip entwickelt er, desto mehr baut er aber auch über die Zeit an Grip ab, weil er sich schneller abnutzt. Ne? Also umso weicher was ist, desto schneller rubbelt es sich runter. Und wenn die Lauffläche dann halt eben dann nicht mehr die optimale Dicke hat und so weiter, dann verschlechtert sich die Performance des Reifens. So. Aber das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein, denn man hatte ja dort. Oh, darf ich hier überhaupt drauf fahren oder mache ich den meisten kaputt? Oder was? Ne, geht. Ne? Ich habe keine Pflegebereifung hier drauf, das ist so das. Und ja, und bei den McLarens, also bei Lando Norris und Oscar Piastri, wo ich ja, muss ich meine Meinung revidieren, die ich am Anfang mal irgendwann geäußert habe, wo ich gesagt habe, so, ja, komm, das ist auch nur ein Fliegenfänger. Die muss ich wirklich revidieren, also der hat sich wirklich richtig gut gemacht und fährt ähnliche Ergebnisse wie Lando ein, also scheint doch ganz gut zu sein, der junge Mann. Den habe ich ja sozusagen irgendwann mal Anfang der Saison in irgendeiner Folge von LS so ein bisschen genannt, so ja komm, also sämtliche Rookies dieses Jahr sind nicht unbedingt so besonders und ich habe den Hype um Piastri nicht verstanden, den man da gemacht hat, aber nein. Muss ich wirklich zugeben, der ist richtig gut unterwegs und hilft McLaren dabei, wieder ein bisschen auf die Siegerstraße zu kommen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich finde das ganz gut, wenn halt doch ab und zu mal auch ein anderer gewinnt. Also jetzt ist jetzt, ne, das. Ob das jetzt mit der Langeweile von so einem Zeug zu tun hat oder nicht, das will ich jetzt nicht sagen, aber generell ist es natürlich nicht schlecht, wenn da auch mal andere Leute gewinnen können und dürfen. Aber, außer Max, ne? Also, wie hat Lando das so schön gesagt, ja, Max macht ja alles kaputt. Ne? Das ist ja, da kann man ja gar nichts mehr machen, Max macht ja alles kaputt. Hat er irgendwie recht, ne? Max gewinnt momentan alles, was man gewinnen kann, ist in einer absoluten Topform. Wahrscheinlich in der Form seines Lebens und ja, machst du nichts gegen, ja? Das ist dann halt, wenn so ein Rennfahrer seine wirklich absolut in seiner Prime ist und gefühlt alles richtig macht und immer die richtige Entscheidung trifft und so weiter. Das kann natürlich auch zum Höhenflug ansetzen und dann kannst du dann natürlich auch die Bodenhaftung irgendwann mal verlieren. Das sag ich mal, das ist durchaus auch in Hamilton mal passiert. So ein bisschen zumindest, also nicht extrem. Michael wüsste ich es jetzt nicht. Da war ich immer sehr demütig vor der Aufgabe. Sebastian ist das auch passiert, ja. Der hat auch gedacht, er ist King of Kotlet und so. Aber das hat sich dann sehr schnell wieder eingefangen. Also da muss man sagen, da hat dann auch wieder der Effekt nachgelernt. Die Demut hat wieder zugenommen im Laufe seiner Karriere. Vor dem, was er da treibt oder wie gut und ähnlich das alles ist. Aber egal. So. Jedenfalls fand ich das wirklich sehr spannend, weil eben die McLarens auf den harten Reifen unterwegs waren und die Mercedes beide auf der weichesten der drei Reifenmischungen und es absolut nicht geschafft haben, dran vorbeizukommen. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, und da hat man auch schon wieder so ein bisschen die Brechstange mit rausgeholt. Aber es war alles, sag ich mal, alles noch im legitimen Bereich, außer das, was Stroll gemacht hat. Das war weit drüber. Der hat ja dem, ich glaube, dem Ocon oder den Gasly rausgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Alpha, nee, nicht ein Alpha, wie heißen die Dinger?
Alpine. Irgend so ein Alpine hat er ja die Suspension kaputt gefahren. Also die Radaufhängung. Den hat er ja zweimal abgeräumt. Also das war ja wirklich ein Duell. Das war ja. Also, ja, also dass sowas dann bestraft gehört. Und natürlich auch noch Strafpunkte nach sich zieht, das geht gar nicht anders. Also das war wirklich. Naja, das war Stroll, wie wir ihn so ein bisschen aus seiner ersten und zweiten Saison in Erinnerung hatten. So überall mit einem dicken Kopf und Brechstange durch. Ich will es jetzt allen beweisen, ich kann es hier. Und ich glaube, der Junge, der ist eigentlich, also er ist kein Weltklasse-Rennfahrer. Das nicht. Ne? Aber er hat das schon durchaus hart gelernt und hat auch gelernt, wie man, ne, also wie man durchaus da Erfolge feiern kann und so. Aber ja, manchmal kommt dann noch so der frühe Lance Stroll durch, der dann da so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Einfach. Schade, weil das macht man nicht meistens anderen Leuten das Rennen kaputt, weil er die dann abräumt oder ähnliches. Ne? Aber ja, passiert. Und solange wie sein Vater den Rennstall hat, denke ich mal, wird auch dort nichts anderes passieren, als dass er dort fährt. Also selbst, ich meine, es wird ja da in den Kreisen im Pressebereich und wo nicht überall, wird ja schon längst sozusagen der Abgesang auf ihn abgehalten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, wie weit die Familienliebe geht denn nachher bei seinem Vater, der wirklich ein Geschäftsmann ist durch und durch, wenn man das so hört. Der halt eben vielleicht eventuell auch die Formel 1 ein bisschen als Business ansieht und da mehr Geld rausholen will, als er reinsteckt. Auch wenn er sozusagen mit dem Geld ja eigentlich den zieht für seinen Sohn kauft. Aber das er dann erfahren kann. Aber wenn die Familienliebe größer ist als der wirtschaftliche Erfolg, dann weiß auch gar nicht, ob der das mal irgendwann das ganze Imperium von Lawrence so übernehmen soll, der Lenz. Oder ob es da halt eben noch mehrere gibt, die sich dann, also dass es ein jüngerer Sohn ist, der sich darum kümmert, dass er Formel 1 hat und dann, dass es dann auch irgendwo einen gibt, der auch auf der Business School und ähnliches überall war. Aber ich kenne ihn also zu wenig. Also das, es kann ja auch sein, dass Lance auch ein sehr gewiefter Geschäftsmann ist und das alles von seinem Vater übernimmt und das dann da weiterläuft. Das weiß ich nicht. Egal. Muss ich aber auch nicht wissen. Ich werde nichts davon abkriegen. Leider. Auch wenn ich gerne. Ich glaube, es würde denen nicht mal wehtun, wenn die mir so viel Geld geben würden, dass ich bis zu meiner Rente nicht mehr arbeiten müsste und ich einfach, ich glaube, das würde denen erstmal nicht wehtun. Jetzt, wenn sie es nur mir geben würden, ne? Wenn jetzt natürlich noch 20 andere dahin gehen und sagen, hey Mann, dem hast du ja Geld gegeben, gib mir auch was, dann wird es vielleicht auch schon ein bisschen wehtun, aber vielleicht 20 auch noch nicht, aber bei 100, ich glaube, dann da ist der Spaß dann vorbei. Aber so jetzt einfach mich finanzieren? Ich könnte ja mal fragen, ob er das machen will. Naja, gut. Aber dann ist ja nach dem Rennen noch einiges passiert, welches, ja, sag ich mal, wo die Zeichen am Horizont schon sehr deutlich waren, dass das passieren wird irgendwie oder dass zumindest dort eine Veränderung stattfindet. Der Herr de Vries ist leider raus, also Nick de Vries ist leider raus bei Alpha Tauri. Und wird ersetzt durch Daniel Ricciardo. Alle haben eigentlich damit gerechnet, dass es erst nach dem Hungaroring stattfindet, also in der Sommerpause jetzt, die jetzt dann anliegt. Dass es jetzt davor passiert ist. Ja. Ich fand dieses Meme mit dem Fahrerwechsel, wo bei einem Endurance-Rennen ein Fahrerwechsel gemacht wird, sozusagen, wo das so hergeholt wurde und dann stand da drunter, Helmut Marko is changing drivers. Da wird halt eben der eigentliche Fahrer rausgezogen aus dem Auto von einem anderen und der nächste steigt ein. Ja. Irgendwie so fühlt sich das an, was da passiert ist. Ich glaube, Death Gaming, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat sein Video zu dem Thema damit mit den Worten eröffnet, Formel 1 ist ein hartes Business, Red Bull ist noch härter. Und ja, das muss man wirklich sagen, bei aller Förderung und bei allem Sponsoring, die sie betreiben, in allen möglichen Sachen, das Unternehmen Red Bull hat immer drauf
gesetzt, dass da auch wirklich Erfolge kommen. Ansonsten wurde man vielleicht eventuell auch an der einen oder anderen Stelle mal schneller fallen gelassen als die geliebte heiße Kartoffel. Und das ist jetzt leider Nick de Vries passiert. Er war die heiße Kartoffel. Man muss wirklich sagen, dass die Leistungen, die er abgerufen hat im Rennen, vielleicht nicht unbedingt dem entsprochen haben, was man sich erwartet hat. Also, nee, das hat es wirklich nicht. Man hat sich deutlich mehr erwartet. Eigentlich haben viele die Prediction gegeben, der De Vries wird den Yuki Tsunoda um die Ohren fahren. Und das ist das Ende von Tsunoda. Also sozusagen, ne, da haben sie dann alle schon den Abgesang auf Yuki Tsunoda gemacht, weil sie gesagt haben, ja, der De Vries ist deutlich stärker und ja, Pustekuchen, ne? Ich als anstelle von Yuki würde jetzt auch so sagen, so, ja, das läuft für mich. Und ja, es läuft für ihn. Beziehungsweise, naja, gut, jetzt könnte es wieder ein bisschen schwieriger werden für ihn mit Daniel Ricciardo im zweiten Wagen. Weil wenn er jetzt halt eben, und das sind die großen Gefahren, die es jetzt, also was ist passiert? Also erstmal, ne, Daniel Ricciardo und Nick de Vries wurden ausgetauscht. Nick de Vries war ein Rookie, der im letzten Jahr eingesprungen ist für einen Williams-Piloten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Für Latifi, glaube ich sogar, oder? Oder ist er damals für Albon eingesprungen? Nee, der ist damals für Albon eingesprungen, ne? Für Alex Albon eingesprungen und hat in Monza? Oh ja. Oha, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Also einem Kurs, der damals dem Williams sehr gut lag. Weil Williams war halt eben auf schnellen Kursen, waren die richtig gut und das war halt eben, ist halt ein schneller Kurs. Und da haben die dann, da hat er dort gleich auf Anhieb 2 Punkte gemacht. Und ja, dann hat man rumgewitzelt, dass er mehr Punkte als Latifi hatte und was nicht alles. Und man hat ihn so ein bisschen, dachte auch so, ja komm, ey, das war jetzt ein Rennen, wo er mal einfach so als Ersatzfahrer reingesprungen ist. Er hat nicht den täglichen Druck, Erfolg bringen zu müssen. Er kann da einfach jetzt fahren. Ja, ob das in der nächsten Saison, wenn er denn wirklich in einem Team ist, ob er da immer noch so frei auffährt, weiß ich nicht. Aber ich habe mich gefreut für ihn damals, das muss ich auch sagen. Ich habe aber den Hype nicht unbedingt um ihn verstanden, der dann gemacht wurde. Aber die Zeit ist halt schnelllebig. Ja, es ist halt alles ein bisschen schnelllebiger unterwegs. Und da wird dann halt immer schnell mal ein Hype aufgebaut und gut, kann sich nicht gegen wehren. Man muss auch ernsthafterweise sagen, jetzt ist ja die Presse alle, juhu, Danny Ricciardo ist wieder zurück, auch in Deutschland. Man möge sich mal vorstellen, es wäre wirklich so gewesen und Franz Trost hätte es geschafft, Helmut Marko davon zu überzeugen, weil der war ja derjenige, der nicht überzeugt war, dass man Mick Schumacher in das Auto setzt. Und Mick Schumacher hätte eine ähnliche oder schlechtere oder nur geringfügig bessere Leistung gegeben wie Nick de Vries und der wäre jetzt da rausgeflogen aus dem Cockpit. Also dann in Deutschland im Blätterarbeit losgewesen wäre. Eieieiei. Naja, gut. Also von daher würde ich auch sagen, hat Mick Glück gehabt, dass er nicht unbedingt da gelandet ist, sondern dass er da ist, wo er jetzt ist. Und es tut mir leid natürlich für Nick de Vries, weil der einfach wahrscheinlich ein anderes Engagement in diesem Jahr hätte machen können, wo er vielleicht auch erfolgreicher oder erfolgreich gewesen wäre. Aber die Formel 1 ist halt eben so ein bisschen, ja, es ist halt die Formel 1. Ne? Also da ist mehr Prestige dahinter, sonst irgendwas, deswegen geht man da auch hin. Und dass man da natürlich auf wirklich die Top 20 Rennfahrer der Welt trifft, schon, naja gut, also die Top 10 auf jeden Fall sind da drin. Also die so einen Rennwagen richtig gut um die Strecke bewegen können. Dass man da vielleicht eventuell dann auch einfach verliert, weil man beim irgendwo ein Quäntchen fehlt, weil das sind ganz gewisse Kleinigkeiten, glaube ich, dann nachher da um zwischen wie Max, alles gelingt mir und Paris, ich komme nicht ins Q2. Ne? Also, die haben das gleiche Auto, aber es sind Nuancen zwischen den Fahrern und auch ein Paris hat ja bewiesen schon, dass er gut fahren kann, ne? Obwohl ich auch nicht viel von ihm halte, persönlich, aber das ist was anderes.
Das können wir, da können wir auch nochmal drüber reden. Aber egal. Und ja. Wir werden sehen, wie es läuft. Wenn jetzt Daniel Ricciardo richtig gut ist, besser ist als Yuki, könnte es sein, dass auch Yuki nochmal sein, um seinen Platz im nächsten Jahr bangen muss. Wenn Daniel Ricciardo semi-performt und so auf Level von Yuki, dann wird Yuki seinen Platz behalten und Daniel Ricciardo wird seinen verlieren. Wenn er schlechter ist als Yuki, ist es das Ende der Karriere von Daniel Ricciardo in der Formel 1. Das ist definitiv Fakt. Das sind sozusagen die Wege, die jetzt passieren werden oder können. Und ja, wir werden am Ende der Saison mal gucken, was passieren wird. Ich tippe drauf, dass Daniel Ricciardo auf einem ähnlichen Niveau fahren wird und Yuki wahrscheinlich im nächsten Jahr dann noch weiterfahren wird. Ich tippe da einfach drauf. Das, gut, ich weiß es nicht, wie gut Daniel Ricciardo mit dem Alpha klarkommt, aber McLaren war definitiv nicht unbedingt sein Auto. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich guck mal hier hinten, ob hier jetzt beim Raps irgendwas dabei steht. Das ist wegen dem Honig vielleicht eine höhere. Ne, da ist nichts mehr, kein Bonus, kein gar nichts dabei. Ich werde jetzt auch nochmal. Oder ach, das machen wir bei der Rundfahrt mit dem LKW. Genau. Nächste Folge machen wir Rundfahrt mit dem LKW. Wir werden die Wolle dahin bringen, wo sie hingehört. Wir werden den Stoff holen. Wir werden Mehl holen. Mehl kann ich gar nicht holen. Wir werden Zucker holen. Also alles Mögliche mal hierher holen. Das könnte beim Zucker Probleme geben, dass das dann gar nicht hier reinpasst. Aber dafür haben wir den kleinen Stall da noch. Da kann ich, glaube ich, dann noch ein Zuckerlager mit aufmachen. Ja, Zucker habe ich bloß noch. Naja, Gott. 42 Lagerplätze. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.